Wollte mit dem Adam reden, um ihn auf Stand zu bringen. Adam. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Wir haben wieder einiges zu erzählen. Die Alps haben einen unglaublich großen Vorrat an blauen Elix in ihrem Depot. Die Alps haben einen unglaublich großen Vorrat an blauem Elix in ihrem Depot gelagert. Darauf begründen sie ihre Macht. Tja, damit wäre die offensichtliche Frage beantwortet, warum Ignadon auf einmal von einer Schneedecke überzogen ist. Genau, denn dort, wo sehr viel Elex ist, stirbt die Natur, sage ich jetzt mal. Und alles sind kalt. Genauso, wenn man es auch einnimmt. Kalt, gefühllos, emotionslos. Die Outlaws haben sich im vermüllten Kratergebiet des Meteoriten niedergelassen. Noch sind sie wenige, jedoch wird es vermutlich nicht lange so bleiben. Ein cleverer Schachzug. Erst einmal im Hintergrund zu bleiben und neue Kraft zu schöpfen. Hilft uns im Moment nur leider wenig weiter. Der Duke von Arteris ist ein großes Schlitzohr. Er könnte uns gefährlich werden. Der Duke von Arteris ist ein großes Schlitzohr. Er könnte uns gefährlich werden. Dann behalte ihn mal besser im Auge, wenn das so ist. Wir können uns kein Störfeuer aus dem Untergrund leisten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun, die Kleriker wieder auf Vordermann zu bringen. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun. Aber da war ja schon klar, dass sie zurzeit keine Hilfe sind. Ah, ein bekannter Name. Nun, dann wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben, wenn es darauf ankommt. Sollte das nicht reichen? Ja. Ja. Endlich genug Informationen über die anderen Gemeinschaften. Gute Arbeit. Und bei den Morkons waren wir noch gar nicht. Genau analysieren und dann eine Mission ist abgebrochen worden. Die nächsten Schritte einleiten. Damit hätten wir nunmehr die erste Etappe auf unserer langen Reise gemeistert. Die sechste Macht hat ihre ersten Schritte getan und wird von nun an ihre eigentliche Arbeit im großen Spiel der Mächte aufnehmen. Reife Leistung, Jax. Ich wusste, dass du es schaffst, aber deine Effizienz hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. War das nicht der Grund, warum du... Also, der Hybrid mir stets die schwierigsten Missionen zugeteilt hatte? In der Tat. Du hast deine Qualitäten all die Jahre nicht verloren. Das ist auch gut so. Wir werden sie noch dringend brauchen. Der Unbarmherzige, neue Mission. Es ist noch ein langer Weg, der vor mir liegt. Viele widrige Umstände und fordernde Menschen scheinen mein Schicksal und das meiner Familie bestimmen zu wollen. Doch ich habe mich wieder angemessen bewaffnet und stehe nun vor den nächsten Unwegsamkeiten, die es zu meistern gilt. Die sechste Macht hat nun ihre Arbeit aufgenommen und wird bald zu einer ernstzunehmenden Größe im Spiel um die Vormachtstellung in Magalan. Und ob ich es nun will oder nicht, ich bin ein Teil davon. Auch wenn noch wenig sicher zu sein scheint, werden mir die nächsten Tage mehr über meine... Kommt jetzt Kapitel 2 schon? Ich war doch noch gar nicht bei den Morkons. Währenddessen verändern die Skyans Landstrich für Landstrich und treiben die Front ihrer fremden Flora weiter voran. Nicht mehr lange und wir stehen in einer fremden Welt voller tödlicher und bizarrer Kreaturen, die uns alle wandeln oder vernichten werden. Meine Infektion durch das dunkle Elex beginnt mich zu beherrschen. Ich spüre schon erste Auswirkungen dieser Pestilenz. Unwegsamkeit, Kapitel 2. Sie mich aus dem Rennen werfen, noch bevor ich die Gelegenheit habe, die ersten richtigen Schlachten schlagen zu können. So, jetzt werden wir uns um deine Infektion kümmern. Ich habe einiges herausgefunden über das dunkle Elix der Skyans. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Infektion zwangsläufig zur Wandlung in eine ihrer Skyaniden-Kreaturen führen wird, wenn sie nicht in absehbarer Zeit behandelt wird. Wissen ist Macht. Wir verwandeln uns also wirklich in eins dieser Viecher. Ich muss es also einfach aushalten. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Wir können dich auch mit Schmerzmitteln vollpumpen. Ich glaube aber, dass das kontraproduktiv sein könnte.
In einem Moment der Unachtsamkeit übermannt dich die Infektion dann eventuell. Das Risiko sollten wir besser nicht eingehen. Großartig. Ich habe eine Methode entwickelt, um bestimmte DNA-Fragmente aus befallenen Subjekten zu extrahieren. Jetzt müssen wir an diese DNA-Fragmente von möglichst unterschiedlichen Subjekten herankommen, um die Forschung voranzutreiben. Kommen wir damit zu den nächsten Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin ein befallener Subjekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Wie steht es um die Invasion der Skyans? Jetzt, wo er gerade gesagt hat, wir sollten das einfach erstmal so lassen. Wisst ihr, was am Ende von Gothic 2 war? Da ist man zu dieser Insel geschippert, wo der große Enddrache gewartet hat. Und ich hatte jetzt gerade so im Kopf gehabt, was ist, wenn Elix 3, also die Fortsetzung, darauf aufbaut, dass Jax in eine Maschine steigt, zum Ursprung der Skyans fliegt. Und dadurch, dass wir infiziert sind, bekommen wir dann irgendwie Zugang, weil wir von der DNA gleichen. Das wäre jetzt so meine Theorie, die jetzt mal in den Raum werfe, wie Elix 3 aussehen könnte. Ich bin ein befallenes Objekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Ich brauche Proben von bereits gewandelten Subjekten. Aber auch nicht einfach von irgendwelchen beliebigen Skyaniden. Wir brauchen besonders thermoaktive Exemplare. Du musst sie finden und ihnen bestimmte DNA-Fragmente mit Hilfe meiner neuen Methode extrahieren. Wie steht es um die Invasion der Skyans? Es ist noch relativ ruhig. Sie bereiten sich offensichtlich immer noch auf einen größeren Angriff vor. Was mir im Moment viel mehr Sorgen macht, sind die Morkons. Die habe ich wirklich schon vergessen. Sie sind im Moment der größte Unsicherheitsfaktor. Da war ich noch gar nicht. Skyans. Vor allem Patriarch Victor. Er ist offenbar der gefährlichste unter ihnen. Geh zu ihm und versuche, mit ihm eine Art Übereinkommen zu treffen. Das passt ja jetzt. Nichts wäre schlimmer, als wenn er uns mit seinen Streitkräften in den Rücken fällt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Was hast du noch für mich? Mir kamen Berichte unserer Nachbarn im Nordwesten zu Ohren. Die Kleriker haben offenbar die Kontrolle über Teile ihrer eigenen Truppen verloren. Maschinen außer Kontrolle. Eine Gefährtenmission von Kaya bezog sich schon darauf, dass die Maschinen ein bisschen komisch wirkten. Und dann sich in der Nähe vom Fort aufgehalten haben. Haben sich die Skyans in die Maschinen der Kleriker gehackt? Commander, meine Sensoren melden, der Waffengefährte Fox ist von Berserkern des Forts gefangen genommen worden. Was passiert jetzt? Was? Wie konnte das passieren? Fox hat sich von der Truppe entfernt und befand sich auf einem Alleingang. Das nenne ich maximal mies gelaufen. Sie haben ihn doch noch eingebuchtet, bevor er seinen Rehabilitationsplan im Fort umsetzen konnte. Empfehle sofortigen Scan der Gesamtsituation im Vor. Ja, Kleiner, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Positiv. Ein Haufen fehlerhafter Robots soll auf dem Vormarsch sein, um das Hauptquartier der Kleriker anzugreifen. Das solltest du dir ansehen, bevor die Burg der Kleriker bald nur noch in Trümmern liegt. Am besten, du gehst auch noch einmal zu Tialk und unterhältst dich mit ihm über die Verteidigung unserer Bastion. Ich fürchte, wir haben da auch noch ein... Jetzt sind überall Probleme. Die Sechste macht in Gefahr.
Stimmt, DNA-Fragmente von Tyrum aktiven Skinnaden. Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen. Muss das aber auch noch. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Gandalf. Rohan steht ein großer Angriff bevor. Und ich bin der Gandalf, der irgendwo noch Verstärkung sucht. Oder war es Gondor? Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen Viktor keine Einigung erzielen lässt? Was soll ich sagen? Tu einfach alles, damit es nicht dazu kommt. Bestimmte DNA-Fragmente von thermoaktiven Skyaniden? Was zum... Ja, ich weiß, es hört sich alles sehr kompliziert an. Ist aber im Grunde ganz einfach. Es hat etwas mit der DNA-Replikation der Zellen zu tun. Wie aktiv und stabil sich die Zellen der infizierten Subjekte wandeln. Ich kann die Daten solcher Subjekte am besten verwerten, deren Wandlung besonders schnell und effektiv vollzogen wurde. Das spart mir eine Menge Zeit bei der Erforschung des dunklen Elex, denn wir haben nun mal sehr wenig davon. Es reicht vielleicht schon, wenn du nur Hautfetzen, Schuppen oder Exkremente solcher besonders thermoaktiven Exemplare findest. Ich habe deinen Adjutor mit den entsprechenden Daten gefüttert. Er wird dir vielversprechende Gebiete anzeigen, die du nach diesen DNA-Fragmenten absuchen solltest. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel. Wahrscheinlich ist es mit Kaya jetzt wirklich. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Na, wir gehen jetzt aber zu den Morkums erstmal. Du bist sehr schnell groß geworden. Das habe ich schon oft gehört. Doch empfinde ich das gar nicht so. Vor ein paar Jahren warst du noch ein Baby und heute. Und ich bin gespannt jetzt, wo Kapitel 2 ist. Und was wäre das? Ob es sich anders verhält als bei Elex 1. Dir entgeht nichts und du hast ein feines Gespür für die Kleine, Welt jetzt wieder mit frischen neuen Missionen gefüllt ist. Allerdings. Oder alles weiterhin so leer bleibt, außer die Hauptquest.